Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich Good afternoon, ladies and gentlemen. I am delighted to be here today in Sofia. The Bulgarian presidency has organized a very important summit indeed. Wir haben darüber hinaus über das Iran-Abkommen gesprochen. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union stehen zu diesem Abkommen auch weiterhin, trotz der Tatsache, dass die Vereinigten Staaten von Amerika entschieden haben, nicht mehr dabei zu sein. Und wir werden in diesem Lichte natürlich jetzt auch die Gespräche weiterführen mit den Vereinigten Staaten von Amerika, aber auch mit den anderen Partnern des Abkommens, um zu schauen, dass der Iran in diesem Abkommen bleibt und zweitens, um mit dem Iran auch über weitere Themen zu sprechen, die wir genauso mit Sorge sehen wie die Vereinigten Staaten von Amerika, unter anderem das ballistische Programm, das der Iran hat und das er weiterentwickelt. Und wir haben dann über die Frage des Handels gesprochen, die Sie wissen, dass wir eine Ausnahme für Stahl- und Aluminiumzölle haben bis Ende dieses Monats. Wir haben deutlich gemacht, dass wir A, eine unbefristete Ausnahme von diesen Zöllen wollen und B, bereit sind zu sprechen über vier Punkte. Diese vier Punkte betreffen auf der einen Seite den reziproken Marktzugang für Industriegüter und den reziproken Zugang auch zu dem Vergabewesen von öffentlichen Aufträgen. Zweitens eine engere Zusammenarbeit im Bereich von LNG, im Bereich von Gas. Drittens ausgewählte regulatorische Zusammenarbeit und viertens eine gemeinsame Position der EU und der Vereinigten Staaten von Amerika zu einer weiteren Reform der Welthandelsorganisation. Auch über dieses Thema gab es Einigkeit. Diese Position werden wir jetzt über die Kommission an die Handelsminister weitergeben, die am 22. Mai noch einmal tagen. Und ich glaube, damit ist auch klar der politische Rahmen für die Gespräche, die die Kommissarin Malmström dann mit der amerikanischen Seite führen kann. Alles in allem also beim Iran-Abkommen ist es so, wir können schauen, ob wir kleineren und mittleren Unternehmen bestimmte Erleichterungen geben. Das wird zurzeit geprüft. Aber in einer umfassenden Weise die gesamte Wirtschaft zu entschädigen bei entsprechenden Maßnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika, da können und dürfen wir auch keine Illusionen schüren, glaube ich. Wir haben heute hier keine Entscheidung über Erweiterungsfragen getroffen, sondern das wird eine Rolle spielen auf dem Junirat. Aber klar ist, dass alle diese Länder eine klare Beitrittsperspektive zu der Europäischen Union haben. Das ist heute hier auch noch einmal wieder deutlich geworden. Gestern Abend haben wir uns mit zwei Themen oder drei Themen beschäftigt. Than what I've already said previously. Thank you very much for your interest. Auf Wiedersehen. Wo gehen wir?